Willkommen zur letzten Sendung in dieser Woche. US-Stellenaufbau war schwach, die Löhne waren dynamisch. Ja, so kann man das eben zusammenfassen, was man aus den USA-Daten hat. Das ist auch die Gemengelage, die eben für die Fed so schwer zurzeit ist. Was soll man aus der ganzen Nummer letztendlich machen? Die US-Notenbanker bereiten die Märkte mehr oder weniger auf einen Zinsschrittsmarkt verlieren, weichen würden, Dienstleistung hat und wo der Stellenaufbau durchaus sichtbar gewesen ist. Auch die Lohnstückkosten sind deutlich gestiegen, was eben auch eigentlich gute Zeichen für die Fed sein könnten, die Zinsen zu erheben. Wir haben aber auf der anderen Seite in dieser Woche eben auch den ISM-Einkaufsmanager-Index fürs produzierende Gewerbe gesehen mit 50,8. Das ist jetzt nicht wirklich das veranlasst nicht wirklich zur Freude. Und so muss man eben doch feststellen, dass es kein einheitliches Bild gibt und es nach wie vor nicht wirklich klar ist, ob die Fed nun die Zinsen anhebt oder nicht. Und vor diesem Dilemma stehen auch die Märkte und die einzelnen Bereiche reagieren darauf auch völlig anders. Also der Aktienmarkt reagiert doch ganz anders zum Beispiel als beispielsweise auch die Währungen. Schauen wir einfach mal auf die Daten schnell. Gestern gab es ein paar, die wollen wir schnell noch nachholen. Neubau und Einzelhandelsumsätze aus Australien hat es gegeben, war gar nicht mal so schlecht, ansonsten war es nicht so doll. Der Zeitchen Dienstleistungseinkaufsmanager-Index aus China schwach, Dienstleistungseinkaufsmanager-Index aus Großbritannien auch nicht wirklich gut und die Baugenehmigung aus Kanada minus 7,0, noch schlechter als sowieso befürchtet. Und am Freitag, also heute, gab es eine Zinsentscheidung aus Polen, 1,5% ist der Leitzins geblieben und dann gab es eben die Arbeitsmarktdaten aus den USA, Non-Farm Payrolls 160.000 nur, das war schon eine Enttäuschung. Auf der anderen Seite im Durchschnittseinkommen 0,3%. Ist der Vormonat zwar auf 0,2% gesenkt worden oder revidiert worden, aber insgesamt war das gar nicht mal so schlecht. Die Erwerbstätigen in Kanada ein bisschen zurückgegangen, aber die Arbeitslosenquote konnte auf 7,1% wenigstens stabil gehalten werden. Das hat den Markt Teilnehmern dann, das hat die Marktteilnehmer nicht wirklich tangiert, muss man leider sagen. Für den kanadischen Dollar, der Loonie ist heute eher schwächer geworden. Doch der Dollar ein bisschen zugelegt. Einkaufsmanager-Index aus Kanada auch ganz gut, ist also heute mehr oder weniger verpufft. Und was haben die Notenbanker aus der Fed, also was haben die Fed-Mitglieder in den letzten 48 Stunden den Markt auf dem falschen Fuß erwischen könnte? Er selber ist allerdings noch nicht sicher, ob er im Juni für eine Zinserhöhung ist. Er muss noch ein paar Daten abwarten und John Williams, der sich da schon Francisco 2 bis 3 dann nochmal sichtbar wäre und Robert Kaplan von der Dallas Fed meint, dass bei guter Konjunktur eine Zinserhöhung im Sommer schon sein sollte. Schauen wir auf den DAX und da sehen wir, dass der DAX heute Vormittag doch erst einmal unter Druck gestanden hat, nachdem wir gestern ja die 9.800 gehalten haben und in einer ziemlich engen Range zwischen 9.800 und 9.900 gehandelt haben, kam der DAX dann heute doch am Nachmittag erst nochmal unter Druck, nachdem die schwachen Arbeitsmarktdaten kamen, aber dann haben die Märkte realisiert, dass das vielleicht ja gar nicht so schlecht ist, und die Zinsen vielleicht ja nicht angehoben werden, also weiterhin die Geldpolitik locker bleibt in den USA. Und dann hat der DAX sich ein bisschen erholt, ist aber nicht über die 9.900 bis zum Zeitpunkt der Aufzeichnung gekommen, was dafür spricht, dass wir hier noch keine wirkliche Umkehr erlebt haben, auch wenn wir den kurzfristigen Abwärtstrend hier gebrochen haben. Auch ganz deutlich zu sehen ist es im Dow Jones, der sich auch erholt hat am Nachmittag, aber eben auch den Abwärtstrend erst einmal noch nicht gebrochen hat. Im Daily Chart sehen wir, dass der blaue Tenkan den orangefarbenen Kijun unter der Linie 17.861 dass wir hier eher noch eine weitere Korrektur erleben auf 17.480 bis 17.400, also einen Test der Wolke stattfinden lassen könnten. Also so ganz sicher, ob es hier wirklich eine Kehrtwende gibt, ist das Ganze noch nicht. Im DAX sieht es gar nicht mal so schlecht aus, da haben wir im Prinzip die Wolke bei 9.750 getestet und haben uns dann erholt. Der blaue Tenkan zeigt natürlich weiter nach Süden und wir sind hier im Daily auch unter der 200-Tage-Linie und zwar ziemlich klar. Muss man also dann auch mal sehen, sollte es eine Erholung geben, wie weit diese Erholung dann geht. 10.100 dürfte ein wichtiger Widerstand werden. Euro, US-Dollar
Hat heute mal kurzzeitig Richtung Norden bis 1,1477 gezuckt und ist dann aber schnell wieder zurückgefallen. Es ist eben die spannende Frage, ganz einfach eben, ob die schwachen Arbeitsmarktdaten tatsächlich nur ein Phänomen sind, das vorübergehend ist. Damit rechnen einige Anleger, dass nämlich der schwache Stellenaufbau damit zu tun hat, dass eben die Unternehmen vor einigen Monaten, als es eine kleine Konjunkturdelle in den USA gegeben hat, einfach eben keine neuen Stellenausschreibungen gemacht haben und deswegen eben jetzt weniger Stellen zur Verfügung standen und dass das Ganze sich in den nächsten Monaten wieder stabilisiert. Man muss eben ganz einfach sagen, dass der Arbeitsmarkt sich immer ein bisschen später bewegt, als es eben die Realwirtschaft dann tatsächlich tut. Das ist ja auch logisch. Ich meine, wenn ich eben merke, dass die Konjunktur schwächer wird von der Dynamik her, dann stelle ich eben auch weniger ein. Also das hat dann eben immer eine etwas spätere Wirkung nach sich letztendlich dann auch. Ja, insgesamt also hat Euro-US-Dollar sich heute über der 1,14 gehalten, aber es ist doch nach wie vor ziemlich seitwärts und wir bleiben auch unter der Wolke. Ob also der Euro hier wieder Richtung Norden dreht, ist noch nicht so ganz klar. Vieles wird eben davon abhängen, ob die Marktteilnehmer nun davon ausgehen, dass die Fed, dass die Zinserhöhung näher kommt oder nicht. Denn bisher ist eine Zinserhöhung durch die Fed im Juni so gut wie überhaupt nicht eingepreist worden. Der Goldpreis suggeriert sogar, dass die Marktteilnehmer heute aufgrund der schlechten Arbeitsmarktdaten eher davon ausgehen, dass die Fed die Zinsen nicht anheben wird. Denn Gold hat heute Nachmittag deutlich gewonnen, über 1285 Dollar gestiegen und ist jetzt also dann doch wieder auf dem Weg Richtung 1300. Nächster größerer Widerstand dürfte so um 1346 Dollar zu finden sein. Auch der Ölpreis ist deutlich gestiegen. Das kann an den US-Konjunkturdaten eigentlich auch nicht so richtig liegen. Wir sind plötzlich bei 45,30 wieder. Sehr interessante Performance. Ich weiß nicht, ob es irgendwo eine Nachricht gegeben hat, die ich eventuell überlesen habe. Ansonsten habe ich jetzt, was die Konjunkturdaten betrifft, nicht wirklich eine Erklärung dafür, dass Öl heute so deutlich gestiegen ist, dass die Rohstoffpreise heute teurer geworden sind, hat den kanadischen Dollar nicht wirklich interessiert. Und auch die guten kanadischen Daten, also zum Beispiel der Einkaufsmanager-Index, die sind heute verpufft. US-Dollar hier ein bisschen stärker geworden. Und das ist eben das Spannende, dass also zum Beispiel das Gold deutlich teurer geworden ist und auf der anderen Seite aber eben im Forex, also im Währungshandel, der US-Dollar zugelegt hat. Das ist eine Diskrepanz, die mir jetzt nicht so ganz klar ist, weil Gold auch nicht gesucht worden kann eigentlich, weil man den sicheren Hafen gesucht hat. Das ist alles also ja eine sehr interessante Bewegung, die ich nicht so ganz genau erklären kann, muss ich ehrlich sagen. Und wir sehen hier im Daily Chart US-Dollar, kanadischen Dollar Richtung 1,30 unterwegs. Wir sind aber noch deutlich unter der Wolke und unter der 200-Tage-Linie und von der Warte aus dürfte das Ganze noch nicht jetzt eine ganz große Umkehr werden, aber ein bisschen Erholungspotenzial könnte es hier durchaus noch geben. Cable hat heute weiter verloren, ist auf dem Weg zu 1,44 inzwischen. Es gab auch hier ein bisschen Volatilität nach den US-Arbeitsmarktdaten. Am Ende konnte sich das britische Pfund aber nicht über die 1,45, 1,4520 drüber wegbewegen und prallte da ab. Und so bleibt der Süden weiterhin ein interessantes Ziel. Bei Großbritannien schwebt ja auch nach wie vor der Brexit über dem ganzen Euro-britisches Pfund, deswegen heute auch zugelegt. Wir haben hier bei 0,7860 eine Unterstützung gefunden und sind jetzt wieder auf dem Weg Richtung Norden. Wir haben die Wolke passiert, der Tenkan ist über den Kijun gerutscht. Das könnte also hier durchaus noch weitergehen Richtung Norden, über die 0,7940 hinaus bis hoch zur 0,80. Das sollte, je näher der Brexit kommt, durchaus machbar sein. Euro-polnischer Zloty habe ich schon kurz angesprochen. Der Zloty hat von der Nicht-Zinssenkung durch die polnische Notenbank nicht profitiert. Im Gegenteil, der Zloty ist schwächer geworden. Ich habe das Statement der polnischen Notenbank nicht gelesen.
Es könnte also durchaus sein, dass die Notenbank zumindest mal eine Zinssenkung in Aussicht gestellt hat. Dann würde das Ganze zumindest mal logisch werden. Die Reserve Bank of Australia hatte die Inflationsprognose deutlich gesenkt und das hat dann heute den australischen Dollar den nächsten Schwächeanfall gegeben. Nach der Zinssenkung ja der erste. Die erste Schwäche und dann heute gab es wieder einen Abverkauf für Euro. Australische Dollar bedeutet das Bruch der 1,5420 und jetzt kann es dann weiter Richtung Norden gehen. Im Daily Chart sehen wir, dass dann das nächste Ziel über der 1,5560 die 1,58 wäre und das sind also durchaus Ziele, die man erreichen könnte, denn ich habe da ganz rechts einen pinkfarbenen Kreis gemalt und darin sieht man den blauen Tenkan und den orangefarbenen Kijun parallel Richtung Norden eine doch ziemlich große Dynamik zeigen und das sollte bedeuten, dass das Ganze doch noch ziemlich bullig hier im Daily Chart ist. Also es ist gut möglich, dass wir die 1,58 bald sehen. Australischer Dollar, US-Dollar auf dem Weg Richtung Süden. Es gab dann heute nochmal nach den Arbeitsmarktdaten den Test der 0,7390 und die hat dann gehalten. Und so dürfte hier der Aussie weiter Richtung Süden unterwegs sein. Wir sehen dann im Daily Chart auch sehr schön, wie dynamisch das Ganze ist, auch durch den Tenkan und Kijun unterstützt. Also der Bruch der Wolke nach unten sollte durchaus drin sein und vielleicht schaffen wir sogar die 0,71 als wichtige Unterstützung. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass ja jetzt so alle Maßnahmen der australischen Notenbank, die gerade passiert sind oder die vielleicht demnächst noch passieren könnten, schon eingepreist sind und so kann es also durchaus sein, dass die Dynamik demnächst hier ein bisschen verfliegt auf der Unterseite. Australischer Dollar, Neuseeland-Dollar ist auch weiter gefallen. Da gab es heute nochmal einen Test der 1,0797, auch gescheitert und dann Richtung Süden. Also der australische Dollar zurzeit eine sehr schwache Währung und wir sehen dann im Daily Chart eben auch, dass Tenkan und Kijun sogar genau übereinander Richtung Süden liegen. Das ist natürlich auch ein sehr bärisches Zeichen. 1,0495 könnte hier das nächste Ziel werden. Kurzer Blick auch nach Brasilien. Die haben eine schwere Wirtschaftskrise, demnächst Olympia, wie das alles zusammenpasst, keine Ahnung. Und dazu gibt es eine Politkrise vom Feinsten. Der Parlamentspräsident Cunha wurde vom obersten Gericht wegen Korruption abgesetzt. Cunha wiederum ist einer der wichtigsten Strippenzieher im Amtsenthebungsverfahren gegen die Präsidentin Rousseff, der auch vorgeworfen wird, korrupt zu sein. Das ist eine wunderbare Sache da. Dazu gibt es dann auch noch, wie gesagt, eben eine Wirtschaftskrise. Und deswegen hat jetzt Fitch Brasiliens Rating auf Ramsch, also auf BB in diesem Falle, gesenkt, Ausblick nochmal negativ, das sind alles keine wirklich schönen Szenarien, die es da für Brasilien, Entschuldigung, für Brasilien gibt. Zum Schluss noch schnell einen Blick auf eine Aktie, nämlich auf Tesla. Die hat nun Quartalszahlen veröffentlicht. Der Verlust war nicht ganz so groß wie befürchtet. Darüber freut man sich bei Tesla ja schon immer. Und Tesla hat noch nie Gewinn gemacht. Aber jetzt mit dem Modell 3, da will man in die Massenproduktion gehen und das hat bei den Marktteilnehmern dann doch eher Skepsis ausgelöst. Wir sehen hier die Aktie dazu. Es ging erst einmal durchaus nach den Unternehmenszahlen Richtung Norden und dann eben, wie gesagt, hat man sich überlegt, ja, also die Unternehmensziele, die sind wohl eher weniger realistisch und so ist die Aktie dann weiter unter Druck gekommen. Ist sie ja schon in den letzten Tagen ein bisschen. Und wenn ich ehrlich bin, glaube ich ja, dass Tesla eher überbewertet ist. Wir sehen es ja auch im Daily Chart nochmal, wie nach dem steilen Anstieg jetzt dann doch eine ziemliche Korrektur kommt. Und das ist meiner Ansicht nach durchaus auch fundamental begründet. Es ist nämlich zu befürchten, dass zwar Tesla der Pionier für Elektroautos ist, aber dass Tesla am Ende nicht das Unternehmen sein wird, das davon am meisten profitieren wird. Das werden dann am Ende wohl andere sein. Das gab es schon öfter in der Wirtschaft, dass die am Ende eine neue Technologie zum Laufen gebracht haben, am Ende nicht die sind, die davon dann auch profitieren. Und damit rein in den Ausblick auf die kommende Woche. Die kommende Woche fängt schon am Sonntag an. In der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag nämlich gibt es die Handelsbilanz aus China.
Je nachdem, wie die ganze Sache dann ausfällt, kann das natürlich am Montag auch entsprechende Volatilität und eventuell auch Gaps bringen. Also man sollte entsprechend seine Trades so über das Wochenende managen, dass man da nicht dann plötzlich mit großen Verlusten dasteht. Die Erwartungen sind nicht groß, die Exporte sollen leicht zurückgehen, die Importe ein bisschen mehr. Das zeigt eben auch im Übrigen etwas, was aus den US-Daten in dieser Woche gut abzulesen war. Die USA exportieren viel weniger nach China, was am Ende dann natürlich auch mittelfristig auf die Konjunkturdaten durchschlagen dürfte. Im Übrigen nicht nur in den USA, auch für die Europäer dürfte das eine schlechte Nachricht sein. Nachrichten aus der Eurozone gibt es am Montag wieder. Industrieaufträge aus Deutschland zum Beispiel und die Sentix-Investorenvertrauen aus der Eurozone. Und am Dienstag gibt es dann die Verbraucherpreise aus China und die Industrieproduktion aus Deutschland. Am Mittwoch haben wir das verarbeitende Gewerbe aus Großbritannien als das Highlight. Und am Donnerstag gibt es ein paar Daten mehr. Vor allem interessant dann sicherlich die Industrieproduktion aus der Eurozone und die Zinsentscheidung der Bank of England. Es wird wie immer erwartet, dass sich nichts ändert. Und ja, am Nachmittag dann noch die Export- und Importpreise aus den USA. Das interessiert zumindest mal die Fed. Am Freitag das BIP aus Deutschland, Verbraucherpreise aus Deutschland, EU-BIP. Da ist also die Konjunktur nochmal richtig auf dem Prüfstand, auch in den USA. Erzeugerpreise und die Einzelhandelsumsätze, das wird auch auf jeden Fall nochmal spannend. Und die Woche endet erst am Samstag, nämlich mit jeder Menge Daten aus China. Also auch am nächsten Freitag sollte man genau überlegen, welchen Trade man offen halten möchte über das Wochenende und wie man das Ganze dann eben managt. Das war's für diese Woche. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Am Montag gibt es eine neue Sendung. Bis dahin, schönes Wochenende.